So, da wären wir jetzt endlich wieder. Und jetzt habe ich es geschafft, endlich mal kurz vor Ende. Wie gesagt, habe ich jetzt euch versprochen, dass wir das Ende jetzt miterleben. Und zwar, jetzt ist der letzte finale Schlag gegen den Drachen. Ja, wir haben es. Wir haben alle Blockaden geschafft. Ja. Ja, doch. Genau. Ja. Tja, Oberin, wir haben dich besiegt. Zumindest auch deine Blockaden und unsere. Ja. Super, wir haben es geschafft. Ah, wir haben alle Blockaden erledigt. Und wie süß sie alle da sind. Oh, das ist so putzig. Oh. Süß. So. Ich musste gerade das Spiel nochmal komplett neu starten, da nämlich die Audiospur von OBS sich nicht mit dem Spiel irgendwie gekoppelt hatte. Daher habe ich jetzt einfach nochmal kurz zwischengespeichert. Es ist nichts weiter passiert, als nur, dass wir das ja, Endspiel gewonnen haben gegen die Oberen. Und ja, jetzt können wir endlich weiter loslegen. Es tut mir leid für diese kurze, abrupte Unterbrechung, aber ich wollte euch gerne noch den Ton natürlich mitliefern. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass das jetzt gerade nicht so geklappt hat. Vielleicht baue ich das Ganze doch noch irgendwie zusammen. Ich muss gucken, dass ich wenigstens ein wenig den Ton bekomme. Aber ja, aber jetzt wieder alles synchron, alles passt. Ich entschuldige mich, es tut mir wirklich leid. So, aber jetzt geht es mit dem Spiel weiter. Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Ich würde sagen, ja, weil ich glaube, die Oberin hat es jetzt gerade echt ein bisschen nötig, auch mal etwas entgegengekommen, so dass man ihr entgegenkommt. Sie tut mir gerade doch ein kleines bisschen leid, so wie sie hier von Dr. Marcel eingespannt wurde. Die Aha, Arme. wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch was viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das ihn noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Ich habe einen Plan. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Ja, denn Lilly hat jetzt einen Plan. Und übrigens, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das aufgeschnittene Polster. Das war ja, wenn man jetzt so guckt, in der dritten Reihe von unten.
Meile, es war aber eigentlich in Edna bricht aus in der Reihe da drüber. Oder liege ich da jetzt gerade falsch? Egal, wir sind jetzt gerade quasi vorm Ende. Die große Entscheidung steht bevor. Tja, Dr. Marcel, wir haben jetzt ein scharfes Messer in der Hand und wir stehen hinter dir. Wir müssen dem Ganzen jetzt endlich ein Ende bereiten. Warum spreche ich gerade überhaupt so episch? Ich weiß es nicht, aber... ich habe keine Ahnung. Ja, Dr. Marcel, es wird Zeit, dass du vor deinem Schöpfer trittst. Und ich werde der Richter sein. Ich, die kleine Lilly. ja, ich würde sagen, wir werden es jetzt beenden. Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier. Mit einem scharfen Messer. Drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Das ist eine Lüge. Aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Genau. Es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist, richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nah. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter. Mach weiter! Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. So, und jetzt können wir uns endlich auch entscheiden, zu was für einem Ende wir uns hier entscheiden können. Hat der Doktor recht? Ist Edna wirklich nur eine Manifestation unseres Unterbewusstseins? Ich glaube nicht, Dr. Marcel. Ich glaube es eher weniger, denn du willst nur, dass deine Haut retten. Und ich sage nein. Ich werde sagen, nein, du lügst. Das ist nicht wahr. Mach weiter. Diese innere Stimme in einem sagt, mach weiter, OG. Oh. Ja, ich kann gerade nichts machen. Das ist das Problem. Mach weiter.
Ich würde gerne weitermachen, aber es geht gerade nicht. Tu es nicht. Endlich. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Nein, das geht nicht. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Warum müssen alle mir sagen, was ich tun soll? Warum kann ich nicht selber was entscheiden? Stopp! Mach weiter! Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Warum lässt man mich nicht tun, was ich will? Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Check mal was. Ich bin doch nicht wieder Beppo. Wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Deine Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Oh, Lilly. Oh, und wer sie gerade erkannt hat... Das war mitunter auch unsere geliebte Doris. Sie hatte eine Doppelrolle. Ich meine, hey, als Lilly hatte man nicht so viel zu sprechen. Ja, und das war das erste Ende von Edna. Nein, natürlich von Harveys neue Augen. So, ich werde das Spiel jetzt hier einmal ganz kurz pausieren und wir sehen uns gleich im zweiten Ende wieder. Bis gleich. So, und jetzt sind wir hier quasi am zweiten Ende angekommen, wie versprochen. Einmal ganz kurz durchgeskippt, denn das hatten wir ja das alles schon einmal besprochen. Tja, was machen wir jetzt? Werden wir jetzt tun, was Dr. Marcel sagt? Oder werden wir ihn seine hässlichen Koteletten abschneiden? Entschuldigung. Ich weiß es noch nicht. Willst du das wirklich tun? Ich werde das Ganze einmal durchskippen. Denn das Ganze hatten wir ja schon einmal besprochen. Es geht ja quasi gerade nur um das Ende. Und so, und was mir auch noch aufgefallen ist, zwischen den ganzen Stimmen jetzt, wenn man sich jetzt Dr. Marcel einmal anschaut, wenn er nach vorne guckt und nicht nach hinten zu Lilly, dann ist das Auge hier ist sichtbar, das hier ist nicht sichtbar. Ich frage mich, warum das so getan wurde. Ich glaube, damit man wenigstens ein Auge von Dr. Marcel sieht, was aber so ein bisschen unlogisch ist, aber na gut, okay. Ja, was machen wir jetzt? Sind wir jetzt ein braves Mädchen und legen das Messer weg? Oder werden wir Dr. Marcel erstechen? Ich bin ganz ehrlich, ich will euch ja alle drei Enden zeigen. Von daher, wir legen erstmal das Messer. Der Dr. Marcel hat recht, wir sind wirklich, wirklich krank. Die anderen hatten recht. Lilly war offenbar. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. Das ist natürlich nicht wahr. Ja, das ist quasi das tragische Ende von Harveys neuer Augen. Was man sich nie so wirklich wünscht, aber ich wollte es euch trotzdem einmal ganz gerne zeigen. Und wir sehen uns
gleich nochmal zum letzten Ende. Und dann kommt quasi mein Resümee. Bis gleich. Ja, und jetzt sind wir am letzten Ende angekommen von Harveys Neue Augen. Ja, und wir wissen jetzt alle, was für ein Ende ich jetzt natürlich auswählen werde. Ich skippe wieder komplett durch, weil das Ganze hatten wir ja schon. Wir kennen den ganzen Text schon. Und von daher werde ich das Ganze natürlich einmal hier gerade durchskippen. So, das letzte Ende. Wir werden jetzt Dr. Marcel vor seinen eigenen Schöpfer richten. Ja, ich würde mal sagen, Dr. Marcel, red mal nicht mehr so, nicht mehr so. Ich habe Gehirngulasch, Entschuldigung. Red nicht mehr so viel Quatsch. Jetzt kann Lilly tun und lassen, was sie will. Lilly dachte gar nicht daran, sich devampieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Also, natürlich könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Aber nicht unbedingt jetzt irgendwie einen Menschen um die Ecke bringen. Das ist dann nicht so gut. Tja. Meine Lieben, und das war's dann jetzt wirklich mit Harveys Neue Augen. Wir haben das Spiel durchgespielt. Was soll ich großartig sagen? Hoki hat hier auch mal wieder ein echtes Meisterwerk hingelegt. Ein wunderschönes Spiel, was mich immer wieder zum Lachen bringt. Und ich skippe mal gerade das Lied, ne? Weil Copyright und so. Ich hatte das in der ersten Folge ja so schon mal gehabt. Da wurde auch gefragt. Und der Bienenmann fliegt hier nochmal durch. Hey, er hat's geschafft. Er lebt noch. Ja. Was gibt's jetzt zu Harveys Neue Augen noch zu sagen? Es ist ein Evergreen, würde ich fast schon sagen. Es ist einfach ein wunderbar tolles Spiel. Es macht echt viel Spaß. Man kann noch immer über diese ganzen Witze lachen. Und ja, es gibt, glaube ich, nicht mehr viel anderes zu sagen, außer dass ich euch allen danke, dass ihr hier zugeschaut habt, Kommentare hinterlassen habt, Likes hinterlassen habt, ein Abo da gelassen habt. Vielen lieben Dank für all das und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Ich hatte jetzt ja eine ziemlich lange Zeit. 4 bis 5 Spiele auf einmal. Das werde ich jetzt ein wenig wieder reduzieren. Ab morgen, also wenn diese Folge durch ist, wird dann... das mache ich jetzt ganz kurz nochmal zur Ankündigung, für mich auch als Vergangenheits-Julchen, damit das Zukunfts-Julchen dann auch Bescheid weiß, wird dann der 16-Uhr-Slot belegt werden von GTA-RP, was dann um 14 Uhr kommt, das wisst ihr, da kommt jetzt aktuell ja immer noch Final Fantasy, das wird auch weiterhin so laufen und 20 Uhr ist halt auch klar. Je nachdem, wenn neues DLC von Disney Dreamlight Valley draußen ist oder aktuell The Witcher. Das läuft halt immer noch so durch. Und solltet ihr aber irgendwann irgendwie mal einen Spielevorschlag haben, dass ich vielleicht für euch einmal Let's Playen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich schaue mir das sehr gerne an und werde es dann vielleicht sogar irgendwann mal umsetzen. Also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall sehr über eure Kommentare. Meine Güte, ich sollte jetzt weniger denken und weniger sprechen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bei Harveys Neue Augen und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Let's Play mal wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Julchen. Ciao.